Jo Leute, ich bin's wieder. Willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Es geht endlich wieder mit Videos weiter. Hier ist auch der London-Vlog, den ich euch versprochen hatte. Er kommt jetzt recht spät, schon ein paar Monate verspätet. Es tut mir leid, aber ich habe versprochen, dass er kommt und er kommt auf jeden Fall jetzt hier. Ich habe alle Videos mit Originalton gelassen. Wie gesagt, einige Videos fehlen oder Fotos. Das heißt, wenn ich mal irgendwie sage, dass ihr schon mal was gesehen habt und es war, kam aber nichts. Liegt es nicht daran, dass ihr blöd seid, sondern es liegt daran, dass die Videos einfach nicht mehr da sind oder die Fotos, weil eben, wie gesagt, ich habe meine SD-Karte verloren, da waren alle meine Fotos, die ich gemacht habe, drauf. Die meisten Fotos, also eigentlich alle Fotos sind mit dem Handy von meinem Kameramann Maxi entstanden. Entweder habe ich sie aufgenommen oder er hat sie aufgenommen, denn wir waren teilweise auch getrennt. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem London-Vlog und dann geht's auch ab morgen wieder mit normalen Let's Plays weiter. Lasst ein Abo und ein Like da. Ciao. Moin, da sind wir zurück. Wir sind mittlerweile hier an Tower Hill angekommen. Wir haben hier solche komischen Karten bekommen, also wenn man die jetzt halt bestellt hat. Die kann man aufladen mit Geld, dann kann man sie drüber halten und dann wird davon Geld abgebucht. Das ist im Prinzip halt ja, so ähnlich wie eine DB-Card. Ja, und wir müssen jetzt noch ein bisschen weiterfahren, aber bis jetzt ist eigentlich alles ganz gechillt. U-Bahn fahren in London ist ganz lustig. Wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas ja, passiert. Bis dann. Ciao. Ja, klar, ich nehme auch also, das, was ich aufnehmen kann, so wenn ich halt. Okay. Nice, ne? Oh, diese Brötchen, so kriegst du sie. Ja, gut, eben stand ich da vorne, als ich das Video gemacht habe, sind wir kurz runter in die Themse gegangen. Ganz nett aus, eigentlich, muss man dazu sagen. Gut, vielleicht ist nicht, wie das Sound ist, aber wir werden ja sehen. Da ist ein Flugzeug und ja, wir werden gleich noch im Fußgängertunnel dann, denke ich, auch noch mal ein paar kleine Shots machen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist anders als der Rennsburg. Ja, das darf ich auf jeden Fall. Ist ganz schön weit, das Ding, ne? Ja, würde ich auch sagen, ne? Ich glaube, wir müssen erstmal uns hier abreichern, hinzukommen. Und dann, wenn wir es geschafft haben, sehen wir uns, glaube ich, endlich irgendwann mal wieder. Ja. Wenn wir das hier überleben werden. Wenn nicht, dann ich grüße alle meine Freunde, ich liebe euch. Wir sind durch den Tunnel jetzt durchgelaufen, das ist ganz schön anstrengend. Jetzt echt lange, die Treppen sind verdammt viele. Aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir auf der Isle of Dogs. Hinter uns ist die Themse wieder. Genau. Auf der anderen Seite standen wir eben. Hier ist wirklich eine schöne Grünfläche, das sieht ganz nett eigentlich aus. Also, mecker kann man nicht, hier ist auch so ein Bums-Ding, ich weiß auch immer, das sind. Aber, schön ist ganz schön. Hier so mal einen Nachmittag verbringen, so im Sommer auf der Wiese liegen, Picknicken oder so, ist sicher ganz geil. Gut, mal sehen, was wir noch so sehen. Wir sind später wieder Doppelpiece. Ich hab schon. Ja. Nein, ich muss eh warten, bis was passiert, so weißt du. Das ist halt schwierig, man hier halt, ja. Oh, was ist das denn für ein Ding, Bruder? Mitten davon irgendwo so ein Bums. Ja. So Leute, auf der Tower Bridge angekommen. Ist hier recht laut, ich hoffe man versteht mich einigermaßen. Der ist schon ein ganz geiler Ausblick eigentlich hier von der Tower Bridge. Mein Kameramann ist auch fleißig hier am Machen und daher, also echt schön in London hier bis jetzt. Ist echt schön. So, geht ab. Also, wirklich geil hier. Auch wenn es laut ist und sowas, aber es ist wirklich schön hier, muss ich sagen, in London. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was sieht das auch so der Vlog heute bringt, im Sinne allgemein halt heute noch der Tag noch und die nächsten Tage. Und dann sehen wir uns eventuell später wieder. Bis gleich. Leute, ey, das sieht heftig aus hier, ne? Das sieht echt heftig aus.
keine Ahnung, was es ist, aber es ist echt cool. Wenn ich mal einfach dann so hingehen. Das ist voll geiler Platz für ein bisschen Parkour-Training. Wir gehen mal zu meinem Kameramann. Guten Tag, Herr Kameramann, ein Interview. Ja, aber moin, was geht so? Wie finden Sie es bis jetzt hier so in London? Ich finde es ganz, ganz okay, ja, ganz cool. Okay, super. Das ist ganz sexy, ne? Das freut mich. Ich danke Ihnen noch, dass Sie mein Kameramann sind. Gerne doch. Über Zeit, wenn ich Sie brauche. Ja, was halten Sie hier von diesem Gebilde hier? Finde ich sehr anziehend, ja. Schon für ausziehen. Herr Lemke, wollen Sie was dazu sagen? Mal herkommen würde ich nicht, aber auch gut. Das wird das letzte Mal sein, dass ich zu meiner Meinung die Tür ist. London fliege. Ich hätte gestern in Drehen sein müssen. Das Spiel hätte ich safe gedreht. Fragen Sie meinen Manager. Ja, ich bin der Manager. Na, ich verstehe schon, okay. Gut, Leute. Leute, wir sehen uns das später wieder. Wenn irgendwas Interessantes auch passiert, bis dann. So Leute, wir sind also gerade hier noch an der St. Paul's Cathedral und wir fahren dann jetzt gleich zum Trafalgar Square weiter. Ja, mein Kameramann hat einige Fotos und sowas gemacht. Ehre geht raus. Was heute noch so passiert, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Buckingham Palace sehen wir auf jeden Fall auch noch und House of Parliaments, aber sonst, ja. Dann, bis dann. So Leute, wir sind jetzt hier am Trafalgar Square. Angekommen. Wir sind vorhin mit dem roten Bus gefahren, habt ihr ja gesehen, mit den klassischen, das war ganz lustig. Ja, und wir sitzen hier so ein bisschen, chillen hier so ein bisschen, nicht, dass wir nach hinten ins Wasser fallen, ne Maxi? Ja. Wir waren auch eben in so einem Drogeriemarkt drin, der ist Boots, der ist recht groß. Da gibt es so solche Meal-Deals gibt es da. Da kriegt man dann, das ist im Prinzip wie bei Subway so. Früher war, ich weiß nicht, ob es noch bei Subway noch immer so ist, aber früher war es so, dass man da so, so eine Art Menü bekommen hat, im Prinzip mit einem Cookie, einem Getränk und einem Sub. Und das ist im Prinzip genauso, kriegst du für 3,99 Pfund, glaube ich, war das ein Getränk. Also da steht halt dran, was dazu zählt, was halt nicht dazu zählt im Laden. Und halt die einzelnen Sachen haben natürlich auch einzelne Preise. Ich kann auch einzeln so kaufen, aber halt steht halt extra dran, was man für dieses Meal-Deal nehmen kann. Und das sind halt ein Getränk, ein paar gute Chips oder irgendwie ein Schokoriegel oder sowas. Und so ein, halt diese fertig belegten Sandwich Toasts, wisst ihr? Die so in der Hälfte durchgeschnitten sind, die mit diesen dreieckigen Packungen drin sind halt. Das ist echt gut gewesen, hat echt gut geschmeckt. Ich habe jetzt solche so Getränke gehabt, das habe ich noch nie vorher gesehen. Lucozade oder sowas, ich habe keine Ahnung, was das ist. So Wild Cherry, das hat einfach nach Chemie geschmeckt, wie so Brausetabletten mit Wild Cherry Geschmack oder sowas, wie diese Magnesiumtabletten. Auf jeden Fall ultra weird, aber war lecker. Und ich hatte noch so ein Salted Maple Glazed Almond, Pekanuss Riegel und sowas. War doch ganz geil eigentlich. Aber man sieht, was halt noch so passiert. Buckingham Palace habe ich gehört, ist noch drin und House of Parliaments. Wir chillen erstmal noch ein bisschen hier und dann geht's weiter. Bis dann. So, ihr habt's gesehen. Wir sind hier am Buckingham Palace nun angekommen. Hier hinter mir auch noch die Dinger, Bums. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. So. Also. Wir werden. Ja, alle drehen durch, alle machen hier Schwachsinn. So wie das gehört auf der Straßenfahrt. Dann würde ich sagen, je nachdem, was hier noch passiert, melde ich mich noch oder halt nicht. Sonst gibt es nur ein paar Fotos oder so. Bis zum nächsten Abend halt. So, jetzt sind wir ganz nah hier am Buckingham Palace. Das ist ganz impressive eigentlich. Das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Für diesen roten Boden da unten, den sieht man. Also ist, in echt ist der röter. Der sieht irgendwie nicht so rot aus, sieht recht grau aus. Der ist recht rot eigentlich. Schon irgendwie cool. So und der Buckingham Palace. Also, man muss sagen, bin begeistert.
Mir gefällt das sehr, sehr gut hier. Also, wir können mal selber zu schreiben, was ihr wieder das findet, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wir haben uns jetzt eine Plattform, kann man jetzt so stehen, jetzt diese Statue, sind alle Menschen, machen Fotos und so. Ja, wollen wir sehen, was da noch so passiert. Bis zum Abend, ich zeige euch nochmal einen kleinen Einkauf, den ich gestern gemacht habe und so. Ja, dann bis dann. Ich bin direkt demonetarisiert. Werbefreundlichkeit ist da. Ich wollte das Foto eigentlich gar nicht machen. Ich halte das wieder so, drück da drauf, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich mache das eigentlich ganz ehrlich. Und Lichter haben sie auch. Guck mal, da los. Rein haben sie abgeblendet. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen in Greenwich, ganz oben hier beim Observatory, hier beim Nullmeridian. Es ist Also es ist ein kleiner Hügel, den man hier hochgeht, aber jetzt nicht wirklich was anstrengend so, ne? Die beiden hecheln zwar alle wie ein Affen, aber es war jetzt nicht wirklich anstrengend. Es war eher ein Hügel, kein Berg. Ja, also hier als Observatory ist echt cool, hier ist noch so eine Statue, so ein Dingsbums. Ist aber ganz schön hier oben, hat auch richtig geilen Ausblick. Sieht man vielleicht da hinten. Führt das vielleicht noch mal ein bisschen etwas näher. Es ist schon echt fett hier. Sieht echt schon schön aus. Man muss nur gucken, mal hochgehen, weil der Berg hat heute Morgen echt gefroren und das war leicht eisig beim Hochgehen. Da hat man auch so Eisschichten gesehen, so kleine. Hier ist ein Vogel. Ja, genau. Ich guck mal, jetzt gehe ich mal ein bisschen hin und film noch mal ein bisschen, gucken, was abgeht. So, hier haben wir den Skyline-View-Blick über Greenwich und London halt. Schon wirklich fresh. Ist schon wirklich fresh. Also ist wirklich gut. Ja, mal sehen, was noch aufgeht. Heute Abend fliegen wir wieder zurück. Ja, dann mal sehen, was noch so kommt. Dann sehen wir uns erst später wieder. So, wir gehen jetzt hier zum Nullmeridian. Da wird die Welt halt in Osten und in Westen geteilt. Wir sind jetzt aktuell auf der Westhälfte, auf der Osthälfte der Welt. Jetzt gehen wir hier runter. Da gibt es so ein ganz komisches Türsystem zum Durchgehen. Da muss man hier durch, hinstellen, ziehen. Dann ist man durch. Und dann. Das ist alles nur ein bisschen. Da wird die Welt geteilt. Also hier wird die Welt geteilt in zwei. Jetzt bin ich also im Osten und im Westen der Welt. Easy. Also Osten und Westen der Welt. Hier sozusagen läuft die Linie von da oben runter. Also hier. Und dann da unten lang. Es ist eine ganz geile Aussicht, auch von hier oben.
Das ist echt geil hier eigentlich. Also es ist echt hübsch. Ja, was ist jetzt noch so passiert zum Film? So, wir sind zurück hier am Heathrow Airport in London und ja, wir müssen jetzt warten noch ein bisschen. Wir wissen erst um 18.40 Uhr, wann, also ungefähr welches Gate wir müssen. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Wir machen jetzt noch ein bisschen rum, schlendern über den Heathrow Flughafen und gucken mal. Dann melde ich mich später sicherlich nochmal wieder. Keine Ahnung, was wir jetzt machen, vielleicht irgendwie zu Meckes oder sowas hier oder Rolex. Rolex ist auch easy. Aber ja, mal sehen. Bis gleich. Ja, das war's nun mit dem London-Vlog. Es tut mir leid, dass es so spät kam. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, weil so oder so die Aufnahmen bleiben dieselben, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Mir hat es echt Spaß gemacht in London. London ist eine super, super schöne Stadt. Auf jeden Fall eine Reise wert, vor allem, weil der Flug ja eben nicht so lang ist und man ja auch recht günstig schon bekommt. Jetzt könnt ihr auch gerne unten auf den roten Knopf drücken und ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich super freuen. Und dann könnt ihr auch gerne noch sonst ein Like da lassen. Ich habe versucht, so gut wie möglich zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare posten, wie es war. Ja, es geht auch mit den Videos wieder los. Ich hoffe, ihr seid wieder da, dabei und die Leute, die wieder dabei sind bei den Videos, das sind noch die richtigen Unterstützer hier. Das finde ich cool. Ja, danke euch fürs Zusehen. Und dann freut euch morgen auf den nächsten Part von Paper Mario. Wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.